Wahrscheinlich werden täglich immer mehr solche Gebäude verschwinden und hier reingezogen. Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kahua Games Kanal. Und wir sind in Adopt Me. Und ja, ein kurzer Nachtrag zum Video von gestern, wo ich gesagt habe, ob Adopt Me gelöscht wurde eigentlich. Aber das ist ja eben sicher nicht der Fall. Und ja, heute kam noch etwas Neues dazu, was das Update noch ein bisschen offensichtlicher macht. Und das schauen wir uns jetzt ganz kurz mal an. Dazu gehen wir mal in die Mitte und jetzt müsst ihr mal schauen, ja. So, immer noch die Weißblende und jetzt kommt dann hier, kommen ja diese Häuser, ja. Dann kommt zum einen hier eben immer noch dieses Haus von Hot Spring. Und auch noch eben diesen Farmshop, ja, der kommt auch noch. Der kommt auch noch und dann wird das Ganze hier reingewirbelt in das Portal und dann versplittert alles hier rein in diesem Portal. Und es ist versplittert. Das heißt für mich, ja. Und übrigens, ja, hier der Campingplatz ist gar nicht mehr gekommen. Und ja, schaut mal, es vibriert die ganze Erde hier. Wenn ich hier stehe, die ganze, alles vibriert, ja. Und wenn ich hier weggehe, nicht mehr. Aber hier vibriert alles, ja. Und das Portal ist auch deutlich größer geworden. Was ich daraus schließe, ist, ja, dass wahrscheinlich werden täglich immer mehr solche Gebäude verschwinden und hier reingezogen. Und das Portal wird wachsen bis am Donnerstag. Und am Donnerstag wird die Theorie einsetzen, dass eine neue Map kommt. Und Adopt Me bringt wahrscheinlich wirklich eine neue Map. Und ja, das ist doch mal gut. Denn diese Map, die ist schon sicher ein paar Jahre alt. Und die ist nicht mehr die neueste, auf dem neuesten Stand der Technik, sag ich mal, von heutzutage. Und ja, nimmt mich mal wunder, was Adopt Me da für eine Map dann bringt. Aber ja, ich wollte euch mal kurz darüber informieren. Wenn ihr auch froh seid über die Information, dass Adopt Me sicher nicht gelöscht wird, dann abonniert doch gerne meinen Kanal. Lasst einen Like da und ja, dann kommentiert mal, ob ihr euch immer noch auf das Update freut oder ob ihr euch nicht freut, dass eine neue Map kommt. Kann ja auch sein. Und dann würde ich sagen, ciao!